Lasa, Mottl, Zeitl! Tevje, Tevje, wach auf! Wo ist sie? Wo sind sie? Wer denn? Wen suchst du denn? Fruma Sara, Lasa Wolfs erste Frau. Hier hat sie eben noch gestanden. Ach, was redest du denn für einen Unsinn, Tevje? Fruma Sara ist seit Jahren tot. Du musst geträumt haben. Also gut. Erzähl mir deinen Traum und ich werde dir sagen, was er bedeutet. Also, hör zu. Am Anfang habe ich geträumt, dass wir zu Hause eine kleine Feier hatten. Alles, was Beine hat, war da. Auch Musikanten. Mitten im Traum, wer kommt herein? Deine Großmutter Zeitl. Gott hab sie selig. Meine Großmutter Zeitl? Wie sah sie aus? Blendend für eine Frau, die 30 Jahre tot ist. Natürlich stand ich sofort auf, um sie zu begrüßen. Sie sagte: Gesegnet sollst du sein! Mazel tov, Mazel tov. Die Zeitl wird bald frei! Mazel tov, Mazel tov. Als guten Schwiegersohn kriegt ihr von mir zum Lohn den Schneider Mottl Kahnzoll. Mottl? Er ist so treu und fromm. Mazel tov, Mazel tov. So sanft wie Absalom. Mazel tov, Mazel tov. Und brav und still ist er, wie ein Fisch im toten Meer, der Schneider Mottl Kahnzoll. Ein Schneider? Nein, das stimmt nicht. Sie meint den Fleischer. Nein, nein, das stimmt nicht. Omas ist kein Schneider. Du meinst den Fleischer, Oma, mit dem Namen Lasa Wolf. Nein, ich meine Schneider, Tevje, einen anderen. Die kleine Zettel, die wird seine Braut. Mottl wird ihr angetraut. Und so wird es gemacht. Das ist doof, das ist doof. Das wäre doch gelacht. Das ist doof, das ist doof. Er ist der beste Mann, den Zeitl kriegen kann, der Schneider Mottl Kahnzoll. Aber wir haben es doch schon den lieben Nachbarn bekannt gegeben. Der Handel mit dem Fleischer ist perfekt. Die lieben Nachbarn, Oma, wissen alles. Es ist perfekt, oh Oma, mit dem Fleischer Lasa Wolf. Er macht dir die Hölle heiß. Sie will zeigen aus, Mazel tov, Mazel tov. Da ist der Hopfenschnaus, Mazel tov, Mazel tov. Und Gott gibt euch zum Lohn den besten Schwiegersohn, den Schneider Mottl Kahnzoll. Es ist ein Fleischer, der Schneider Mottl Kahnzoll. Es ist Lasa Wolf, der Schneider Mottl Kahnzoll. Schau, schau. Seht, wer ist das, wer ist das, wer kommt da? Warum nicht? Na klar. Die ist arg verbittert. Sie ist Fleisches Mann, entstiegen aus der Gruft. Achtet ihr sie voll, sorgt, dass ihr das Mann ruft. Fruma Sara, Fruma Sara, Fruma Sara, Fruma Sara, Fruma Sara, Fruma Sara. Deine Tochter Zeitl wird die Frau von einem Gatten. So verhöhnst du deine alte Freundin Fruma Sara. Sag mal, hast du keinerlei Respekt vor Frauenehre? Siehst du deine Tochter schon im Geist in deinen Kleidern? Wie kannst du das dulden? Wie will deine Tochter ins gemachte Nest? Sie will mein Haus, sie will mein Schmuck, sie will mein Bett, Schmuck, wie? Wie kannst du so etwas teilen? Sie will ihr Bett, Schmuck, Haus, Schmuck, Nest, Schmuck, Nest, Schmuck, wie? Lässt so etwas nicht geschehen. Sag, du gabst den Segen nicht zu deiner Tochter Hochzeit. Sagen wir, es ist nicht wahr, dann ist der Fall erledigt. Sagen wir nicht dir, was sonst passiert nach dieser Hochzeit. Nimmt Zeit in meinen Lasar Wolf. Das soll sie bereuen. Ich geb ihr drei
Wochen sind drei Wochen herum. Besuch ich sie bei Nacht, dann pack ich sie am Hals. Und das sind deine Zeige, das sind deine Zeige, das sind deine Zeige. Geist. In den Dorfteich soll er fallen. In die Erde soll er sinken. So ein furchtbarer Traum. Und das alles wegen diesem Fleischer. Großmutter Zeitel, Gott hab sie selig, hat all die Mühsal auf sich geladen und hat den weiten Weg aus dem Jenseits hierher gemacht, nur um den Schneider Mottelkamp-Zoll zu preisen. Das tat sie nur zu unserem Besten. Was Besseres gibt es nicht. Amen. Amen. Die Oma hat ganz recht. Mazel tov, Mazel tov. Der Schneider ist nicht schlecht. Mazel tov, Mazel tov. Nun kriegen wir zum Lohn den besten Schwiegersohn, den Schneider Mottelkamp-Zoll. Nun kriegt sie nicht den Mann. Mazel tov, Mazel tov. Mit dem der Krach begann. Mazel tov, Mazel tov. Die Oma kam hierher. Befahl uns, wie heißt er? Den Schneider Mottelkamp-Zoll. Den Schneider Mottelkamp-Zoll. Den Schneider Mottelkamp-Zoll. Den Schneider Mottelkamp-Zoll. Ich danke dir.